Spanien, im Fall des Neymar-Transfers, spanische Liga will sich bei UEFA beschweren. Falls der Transfer von Neymar vom FC Barcelona zu Paris tatsächlich zustande kommt, will die spanische Liga eine Beschwerde bei der UEFA einreichen. Falls der Rekordtransfer des brasilianischen Fußballsuperstars Neymar vom 24-maligen spanischen Meister FC Barcelona zum französischen Topclub Paris St. Germain tatsächlich zustande kommt, will die spanische Liga eine offizielle Beschwerde über PSG bei der Europäischen Fußballunion, UEFA, einreichen. Einen entsprechenden Schritt mit dem Hinweis auf das sogenannte Financial Fair Play FFP, der UEFA kündigt die Liga Borussia Virtebas am Sonntag an. Die Liga wird sich beschweren, weil es um unsere Wettbewerbsfähigkeit geht. Diesmal geht es um Barca. Ein andermal ist vielleicht Real Madrid oder Atletico Madrid betroffen, sagte Tebas der Zeitung El Mundo Deportivo. Der Liga-Chef wirft PSG vor, dass der Club die FFP-Regeln im Fall einer Ablösezahlung in Höhe von 222 Millionen Euro für den 25 Jahre alten Neymar nicht einhalten kann. Die Regeln sehen vor, dass ein Verein einen maximalen Verlust von 30 Millionen Euro innerhalb von 3 Jahren verzeichnen darf. Der bisher teuerste Spieler der Welt ist der Franzose Paul Pogba, der im vergangenen Jahr für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war. Die Spekulationen um einen Wechsel Neymars zu PSG halten sich weiter hartnäckig. Neymar steht noch bis 2021 bei den Katalanern unter Vertrag. Er war 2013 für 86,2 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos nach Barcelona gewechselt. Auslosung der Champions League, die möglichen FC Bayern Gegner im Viertelfinale im Schnellkick.